Ja, guten Tag, meine lieben Zuhörer. Jetzt komme ich zum zweiten Teil mit dem Interview von Peter oder Gespräch, Interview zwischen Peter Hane und Raphael Bonelli aus Österreich. Und ja, ich denke mal, hochinteressant, ist ja auch ein bisschen zeitlos, weil ja auch Peter Hane so ein bisschen aus der Vergangenheit hier berichtet. Und wir Älteren leben ja auch hier in der Gegenwart. Und wir bestimmen ja auch noch ein bisschen hier das Geschehen durch unsere Wahlen. Wir müssen schauen, dass unsere Jugend nicht abdriftet. Und ja, wie soll ich mal sagen, die Mehrheit der Älteren in Deutschland ist ja über 60, 70. Ja, und die Jüngeren, nicht, dass wir nachher noch hier in Deutschland so einen Generationenkrieg bekommen zwischen alt und jung, weil die Jüngeren, die jetzt hier arbeiten, sollen immer mehr Beiträge bezahlen. Das wird ja auch irgendwann mal kippen. Und hier kann ja auch nicht die Regierung, die wird ja auch immer jünger, immer ungebildeter, sage ich jetzt mal. Ja gut, der Herr Merz ist ja jetzt auch schon 70, aber macht irgendwie Politik hier auch für BlackRock. Wir werden sehen, nächstes Jahr wird der Sozialstaat, also die Renten, die Arbeitslosenbezahlung, Krankenkassenbeiträge werden steigen, aber die Leistungen werden sinken, Beiträge werden steigen, auch in der Pflegekasse, und die Leistungen werden sinken. Das wird mit Sicherheit kommen, weil ja auch ein Herr Merz nicht an die Vermögenden rangehen möchte. Aber das ist jetzt hier so mein Einstieg, aber Peter Weber und hier der Herr Bonelli setzen nochmal auf hier mit dem Mobiltelefon. Damit fängt das jetzt hier, geht das jetzt weiter. Da war ja der letzte Teil, hat ja da beendet mit dem Fernseher, wo ich euch ja nochmal so ein paar Bilder aus 1970, 1980, 90, kann man natürlich noch weiter hochspinnen, auf 2000, die Wende, dann 2010, 2020, aber das könnt ihr ja nochmal machen. Schaut euch da die Bilder, schaut euch das an, wie sich das hier verändert hat. Aber hier das Mobiltelefon, das Internet, die künstliche Intelligenz wird hier unsere Zukunft bestimmen. Das ist auf jeden Fall schon mal Tatsache. Und der ganz entscheidende, die ganz entscheidende Veränderung wird das digitale Geld sein. Was wir ja auch schon hier bei Kaisers oder im Baumarkt sehen, diese digitalen Kassen. Na, da geht nachher nur noch mit Handy, noch schmeißen wir da Münzen rein. Die Geldautomaten wird es nicht mehr geben, die werden immer mehr abgebaut. Wir haben ja jetzt schon bargeldlose Bezahlung, wenn wir mal sehen, wie wir Hotelreisen, Urlaube, Fahrtickets, alles wird hier online bezahlt, alles über Handy. Die alten Handys werden wegfallen, da gibt es keine Updates mehr. Und da müssen sich die älteren Leute dann auch gezwungenermaßen ein neues Mobiltelefon kaufen. Unsere Jugend wird ja eh schon damit groß. Da ist auch die Frage, müssen 6-8-Jährige schon so ein Handy haben und da rumdaddeln und eventuell auch Seiten kommen, wo die noch gar nicht das Alter für haben. Meine Meinung, aber wie gesagt, ihr könnt ja meine Kommentare reinschreiben. Jetzt gehen wir weiter zum zweiten Teil. Ich lasse das komplett durchlaufen, weil das ist ja eh schon zerteilt. Wer möchte, kann das ja hier bei Raphael Bonelli, glaube ich, ganz hören, dieses Interview. Da spricht ja überwiegend Peter Hane. Und weil ich denke mal, dass der Herr Bonelli auch viel zu sagen hat. Der hat ja auch voll viel Fachwissen, sehr gute, ne, da müsste man ihn mal interviewen. Der ist ja da auch Psychologe. Und was er da so erlebt in Österreich. Aber ist jetzt hier Peter Hane. Und da gibt's auch da nochmal einen zweiten Teil. Habe ich gerade gehört. Werde ich auch noch irgendwas zu sagen. Aber mach mal erstmal hier Teil 2 mit Peter Hane und Raphael Bonelli, ne? Dinge an, das Erste, was mir auffällt, ist das Handy. Sie haben ja schön diese Bogen gespannt vom Fernseher im Wohnzimmer zum Einzelfernseher, zum Handy. Und das Handy hat man ja in seiner Hosentasche. Und das Lustige, was ich beitragen kann, ist, dass vielen Menschen das Handy intimer ist als ihr Sexualleben. Und das kann ich folgendermaßen belegen, weil viele Männer und Frauen haben Sex mit jemandem anderen, aber der darf niemals in sein Handy schauen. Und mir gegenüber sagen sie dann, ja, aber Herr Doktor, das ist doch intim. Dann sage ich, aber ist Ihr Penis oder Ihre Vagina intim? Und dann wissen sie auch nicht weiter, weil das ist
ich glaube, wir haben uns noch nicht an dieses Ding gewöhnt, nicht? Aber das Zweite, was ich Sie fragen will, ist nämlich aus der Psychologie des Journalisten, wie gibt's das in kurzer Zeit, dass einer, also da geht's ja nicht darum, dass einer manipulieren will, sondern der ist ja vollkommen überzeugt, dass er recht hat. Ja. Und es gibt ja links und rechts von seiner Meinung gar keinen Spielraum mehr. Und er sieht ja seine große Aufgabe darin, dass er Informationen zurückhält, die das Volk nichts angehen, und Informationen betont, die dem Volk gut tun. Und das ist für mich neu. Ja, das ist aber der gesamte gesellschaftliche Umbruch. Das ist ja jetzt ein uferloses Thema. Da kann man in die Psychologie gehen, in die Philosophie, aber vor allem auch in die Religion, in den Glauben. Das heißt, wir haben innerhalb von, ja, wie soll ich sagen, Lichtgeschwindigkeit, das ist Lichtgeschwindigkeit, unsere kulturellen Grundlagen, ich sage das jetzt mal ganz allgemein erstmal, völlig verloren, völlig aufgegeben. Das heißt, im Umbruch, als der Kommunismus zusammenbrach, 89, 90, das ist ja nun erst 30, 35 Jahre her, da war Österreich, auch Deutschland, ein völlig anderes Land. Da gingen die Leute noch fröhlich in die Kirche. Sie wussten, Europa ist christlich. Und wenn ein Otto von Habsburg, wie er es mir eben, das war eines meiner ersten Interviews meines Lebens bei der ARD vor 51 Jahren, gesagt hat, lieber Herr Hane, Europa gibt es nur unter dem Kreuz oder gar nicht. Das heißt, es war völlig klar, unser Land ist christlich geprägt. Egal, ob die Leute nun tiefgläubig waren oder nicht, das war ein Konsens. Das hat sich innerhalb kürzester Zeit verwandelt. Und Gloria von Turn und Taxis, mit der ich jetzt unlängst ein hochinteressantes Gespräch hatte im Kontrafunk, die sagt völlig zu Recht, und sie betont das immer wieder, wir leben im Nihilismus. Wir haben jetzt eigentlich nichts mehr. Der Mensch ist völlig haltlos, völlig ohne Fundament, wie in einem luftleeren Raum. Da es aber keinen luftleeren Raum gibt, muss er ja mit was anderem gefüllt werden. Also richtig. Ernst Jünger hat ja diesen schönen Satz gesagt, die verlassenen Altäre werden von Dämonen bewohnt. Genau. Das heißt, es gibt nicht diesen Nihilismus im Sinne, ich lasse Gott weg und dann habe ich eben nichts mehr und alles ist gut, sondern es kommen ja Ersatzreligionen. So, und jetzt zu Ihrer Frage, wie konnte das so schnell kommen? Wir brauchen also Ersatzreligionen. Und nun könnte ich plaudern aus meinem journalistischen Alltag, auch unter den Kollegen, was ich aber nicht mache, weil sich das dann leicht namentlich identifizieren lässt. Da habe ich nun die Leute sitzen. Ich sitze da als Christ und sage, ich glaube an Jesus und das ist alles wunderbar und das ist die Grundlage meines Lebens. Da haben die nichts mehr zu bieten. So, und jetzt brauchen sie ja ein Surrogat, einen Ersatz. Und den finden sie. Das war Corona. Corona war eine reine Religion. Wir wissen heute, ich betone immer wieder amtlich, regierungsamtlich. Das Robert-Koch-Institut, das ja auch für Österreich gilt, ist ein regierungsamtliches Institut, das uns gesagt hat, in dieser Corona-Zeit sind wir betrogen worden und belogen worden. Das heißt, eine Sekte hat sich gebildet, die diese Religion braucht, weil sie sonst nichts hatte. Nun hat sich das inzwischen abgenutzt, nach 4, 5 Jahren, wie sich alles abnutzt. Jetzt haben wir die Klimareligion. Das ist pure Religion. Ich komme gerade aus Südtirol, da las ich dann in der Zeitung am Montag, also es gibt die große Dürre und die Hitze und es wird alles ganz furchtbar. 5 Tage später hat dieselbe Zeitung auf den Titel gesetzt, die ersten Kältetoten. Das heißt, Mitte September war plötzlich wie noch nie zuvor Schneefall und Kälteeinbruch. Damit will ich nur sagen, es wird wissenschaftlich nichts mehr untersucht, sondern es wird zu einer Religion. So, und wenn das und, jetzt in die Medien auch, kommt. Und auch die Kältetoten haben geheimnisvollerweise mit der Klimaerwärmung zu tun. Ja, natürlich. Also wissen Sie, das ist ja schon absurd, dass dann gleich gemeldet wird,
Wir haben jetzt die Kälteploten, aber, meine Damen und Herren, glauben Sie bloß nicht, dass damit die Klimafrage gelöst wird. Nein, nein, das ist jetzt ein vorübergehendes Phänomen. Aber ich will nur sagen, wenn Sie im Bereich dieses Nihilismus nichts mehr haben, brauchen Sie ja etwas. Und der Mensch, und das wissen wir ja als Psychologe erst recht, er will ja etwas Gutes bewirken. Das ist übrigens im Christlichen auch so. Es gibt ja Leute, die haben so ein Helfersyndrom, die wollen permanent was Gutes tun und glauben, das, was sie tun, ist auch gut. Das liegt ja in uns Menschen drin. Also, jetzt wollen doch die Leute, die keinen Glauben mehr haben, etwas Gutes tun. Und das ist natürlich, wir bewahren die Welt von der Pandemie, wir bewahren die Welt vor Corona, wir bewahren die Welt vor dem Hitzetod. Es ist ja objektiv aus deren Sicht etwas Gutes. Sie merken nur nicht, dass sie in ihrem Fanatismus eigentlich mehr Schaden anrichten als Nutzen. Und das ist eine Geschichte, und da muss ich immer wieder, wisst ihr, ich komme immer wieder zurück auf die Nobelpreisrede von Alexander Solzhenitsyn, 70er Jahre, die er ja nicht selber halten konnte, weil er im Gulag saß, und das war schriftlich. Und dann hat die Welt damals, die Zeitung von Axel Springer, in riesigen Buchstaben auf die Titelseite gesetzt: Holt Gott zurück in die Politik. Das Credo von Solzhenitsyn war: Ohne Gott geht alles kaputt. Wir brauchen Gott zurück. Das heißt jetzt nicht eine Klerikalisierung von Politik oder so, aber wir brauchen doch eine Grundlage für unser Leben, für unsere Kultur. Und jetzt werde ich mal ganz, wie soll ich sagen, biografisch, menschlich, zum Schluss reduziert sich das wirklich auf die Frage, wie gewiss bin ich und wie stabil, auch seelisch, bin ich. Und das wirkt sich doch aus auf meine Arbeit, auf das, was ich tue. Und wenn Sie natürlich aus diesem Nihilismus kommen, der zerstörerisch ist, und dann glauben, Sie könnten mit Ihrer Sekte, mit einer Spezialreligion wie Klima oder Corona jetzt das ganz Gute bewirken, dann werden Sie zum Fanatiker. Die Fanatiker. So. Ja, Gender ist ja noch viel schlimmer. Also ja. Entschuldigung, da sagt einem Leute, die weit von mir entfernt sind, also Professor Kutschera, der ist ja der Evolutionspapst, lehrt in Stanford und in Kassel. Ich sage immer Evolutionsideologe, weil Evolution genauso ein Glaubensbekenntnis ist wie die ersten Blätter der Bibel. Soll ja keine, er ist ein bekennender Atheist. Genau. Ein bekennender Atheist, der aber dann vor einigen Jahren, da meinte er mich, wir hatten ja den guten Kontakt nachher miteinander, schrieb, dass ich nochmal auf der Seite der fundamentalen Christen stehen würde, die glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat, und zwar als Mann und Frau. Und da schreibt er, dass ich da nochmal mit denen einer Meinung bin. Das heißt, wir haben in der exakten Wissenschaft plötzlich Leute, die sagen, diese Gender-Geschichte ist auch ein reines Glaubensbekenntnis, ein Fantasie, ein das Irrsinn. Das ist ein sehr gescheiter und sehr anständiger Mann, der sehr redlich denkt. Ja, und so, das war lange ja auch von Wissenschaft, dass man vorurteilsfrei redlich denkt. Ja. Aber gut, dass Sie das noch ins Spiel bringen. Gender ist genau das Gleiche. Das heißt, man steigert sich in einen Fanatismus. Das führt ja übrigens in Deutschland dazu, wir haben jetzt ja aktuell diesen Fall, dass wenn Sie einen dieser Transgender-Typen, der im Bundestag sitzt, nicht mit Frau anreden, was aber geradezu lächerlich ist, wenn Sie den da sitzen sehen, jetzt muss ich sagen, das oder was auch immer, weil sonst werde ich ja angeklagt, da muss also die Abgeordnete der AfD, Beatrix von Storch, übrigens eine ganz entschiedene Christin, die eine der ersten Frauen bei der Lebensrechtsbewegung war, als es die AfD noch gar nicht gab, die redet den nun an als Mann, weil er als solcher auch in den Bundestag gekommen ist. Da muss die jetzt Strafe bezahlen. Und jetzt kommt der Witz. In diesen Tagen kommt, ist das jetzt ganz aktuell, wird jetzt gesagt, na ja, da war die Grüne.
die Bundestagspräsidentin, und die hat das natürlich sofort geahndet, weil sie eben eine Grüne ist. Da sieht man wieder die Dummheit der Leute. Es ist im Ältestenrat des Bundestages das nämlich nochmal besprochen worden. Und die Frage ist, soll man diese Frau von Storch dafür bestrafen mit 10.000 Euro? Ja, da haben CDU und CSU, also die beiden C-Parteien, für diese Strafe gestimmt. Wobei ich sagen muss, also hat sich auch die CDU, haben sich erst also auch die Christen da im Bundestag, die sogenannten, davon verabschiedet, dass es Mann und Frau gibt und sonst nichts. Wissen Sie, Sie können ja gar nicht so viel gucken, wie viel Dummheit am Tag passiert. Nur das Problem ist ja, diese Form der Dummheit wird inzwischen institutionalisiert. Das heißt, es sind nicht ein paar Spinner, die das machen, sondern das wird plötzlich zu einer regierungsamtlichen Politik, die wir auch noch mit unseren Steuern bezahlen müssen. Ja. Ja, meine lieben Zuschauer, jetzt hat ja hier Raphael Bonelli, Entschuldigung, angefangen mit der Verbindung Fernsehen zum Mobiltelefon, und er macht ja hier auch psychologische Gespräche, und ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, dass hier der Körper nicht intimer sein soll als unser Mobiltelefon, dass da eine Grenze überschritten wird. Ich weiß nicht, welche Erfahrung ihr da habt, gerade in der Partnerschaft oder unter Freunden. Darf ihr das Handy von eurem Partner da reingucken? Bei mir ist das kein Problem, weil das hat ja auch eine Vertrauensfrage. Und man sollte dieses Mobiltelefon nicht höher hängen, als es ist, meine Meinung. Aber das sehen andere vielleicht ganz anders. Gerade hier so in der Single-Welt, da möchte man nicht hier dass jemand anders in diese, weil dieses Mobiltelefon, das ist ja eine eigene Welt. Da verbringen wir ja schon mehr Zeit mit als im normalen Leben. Wir haben bei Facebook, bei WhatsApp vielleicht mehr Freunde und zu schreiben, als wir uns eigentlich draußen vielleicht mit wahren Menschen hier treffen. Das ist hier so meine Erfahrung. Ne? Dann spricht hier Peter Hane jetzt wieder hier von Europa mit dem Fall der Sowjetunion, mit, das ist ja schon was länger her, und da hat dann ja wohl Otto von Habsburg gesagt, Europa ist sehr christlich und Europa gibt es nur unter dem Kreuz. Und da wir, das habe ich ja auch schon in einigen Videos gesagt, nicht mehr so an die Bibel, an Gott glauben, die Kirchen sind leer, wenn von alten Leuten überwiegend, und dieser Platz, dieser leere Platz, dieser, da kommen wir ja nachher hier drauf, hier auf diesen Nihilismus. Wir sind alle glaubenslos und suchen uns dann neue Religionen, flüchten dann in Esoterik, in den Genderwahn, in Corona-Religion, nennt das hier Peter Hane, kann ich ja auch nur zustimmen. Und die Altäre sind leer, und da sagt er, da kommen dann die anderen Dämonen hin, und da steht ja auch schon so sinngemäß in der Bibel oder hier in der Offenbarung. Ich kann jetzt nicht die einzelnen Textteile hier euch jetzt raussuchen, aber so grob, wenn wir hier, den Satan gibt's von Anfang an, sage ich es mal so, wie ich das jetzt hier weiß, und sollten wir Menschen davon abfallen, von Christus, der Glauben an Gott. Wir haben auch nur einen Gott. Und wenn man das jetzt hier mit anderen Religionen vergleicht, dann, oder hier Mohammed mit Jesus hier vergleicht, oder dass Allah einen Gott haben soll, dann haben wir schon einen riesengroßen Streit allein in dieser Religionsfrage. Ja, das ist denn hier, aber mit dem Christentum kann man es machen, sage ich mal, aber sobald wir Mohammed irgendwie zeichnen, Charlie Hebdo, stell euch mal vor, hier bei den Olympischen Spielen hätten da diese Gender-Truppe hier den Mohammed-Charakter, ne, dargestellt auf dieser Bühne, was dann los gewesen wäre. Aber hier, wir Christen schweigen, schauen zu, die katholische evangelische Kirche schaut zu, macht da nichts, und genau das ist denn hier der Untergang. Und da kann man vielleicht schon sagen, wir leben wirklich schon in der Offenbarung des Johannes, also ganz zum Schluss der Bibel, müsst ihr mal reinlesen, schwerer Text, aber da muss man auch muss man auch Altes und Neues Testament hier gelesen haben, um das überhaupt zu verstehen. Da, so weit komme ich noch gar nicht. Ich habt auch so nicht die Zeit. Man muss da richtig tief einsteigen, weil jedes Wort
dann kann ich euch nur hier Roger Libi und hier, die das, die die Bibel fast auswendig kennen, können jedes Satz, jedes Einzelwort wird da zitiert und das ist schon geballtes Fachwissen, was der Bibel da, also ganz toll, verfolge ich, so viel ich mal ein bisschen Zeit und Ruhe habe. Aber wie gesagt, das ist der Kern, weil wir mit Öffnung des Kommunismus, wie der Peter Hahn das sagt, mit Solzhenitsyn, und da sagt er ja auch hier ganz klar, hier, das waren alles Ersatzreligionen, habe ich das mal aufgeschrieben, wir sind belogen, betrogen worden durch die RKI-Fall Seemann hat ja, ich muss das jetzt mal ein bisschen hier ablesen, und der gleiche auch hier mit der Klimareligion, wo man den Thunberg, Neugebauer da gesehen haben. Nochmal, das Klima wird sich auch verändern, wenn es keine Menschen geben würde. Klar kann sein, dass wir ein bisschen da beitragen, aber durch Vulkanausbrüche, Erdbeben oder hier durch die Sonnenstrahlen, durch die Sonnenannäherung haben wir keinen Einfluss auf dieses Geschehen. Wir müssen mit dem Klima zusammen vielleicht leben und dann sprechen die auch hier von Kältetoten, die wir auch haben und das wird dann hier von der Klimareligion dann auch hier, nee, ist der Klimawandel schuld, ne? Oder wenn es plötzlich kalt wird, Schnee gibt, normaler Winter, dann ist dann alles hier dem Klima untergeordnet und das sind ja dann besonders die Grünen, die hier da Vorreiter sind, ne? Ja, das ist dann halt, weil wir so manipulierbar sind, gottlos sind und nicht mehr an Gott und Jesus Christus hier festhalten. Dann sagt er hier, ich weiß nicht, Solzhenitsyn hat das wohl gesagt hier, holt Gott zurück in die Politik, holt Gott und Jesus, muss man dabei sein, zurück in die Politik und in die Gesellschaft. Da sagte Peter Hane, ja, jetzt nicht die Kirchen, die sind ja schon mächtig, schauen ja weg, nicht mehr so wie im Mittelalter, dass die da jetzt damit mit entscheiden können. Er meinte, die einzelnen Menschen, die einzelne Gesellschaft, Teile, also ich ja auch, ne, also jeder Einzelne muss sich fragen, wie steht er zu Jesus, wie steht er zur Kreuzigung, zur Auferstehung. Das Gleiche gilt dann auch für die Politiker, die dann auch hier da große Verantwortung tragen, mehr als vielleicht die einzelnen Bürgerteile wie ich jetzt, ja, trage auch Verantwortung für mich, für meine Familie, aber so Politiker wie hier Olaf Scholz, Baerbock, Faeser, das sind ja, die haben ja mit ihren Reden, haben ja viel mehr zu verantworten, sage ich mal, und keiner übernimmt hier mehr Verantwortung. Das ist ja auch so ein Thema, weil ich ja auch schon in vielen Videos angesprochen habe. Und dann kommt dann hier zum Schluss nochmal, zeige ich euch gleich auch nochmal ein paar Seiten. Wir haben ja hier im Bundestag auch, die Bibel sagt, es gibt nur Mann und Frau, ja, dass wir jetzt hier angeblich jetzt 15, 16 Geschlechter haben, dass plötzlich ein Mann eine Frau ist und eine Frau ein Mann ist. Man kann laut Pass, kann man sich jetzt hier, ich könnte jetzt hier eine Frau werden und hätte dann die Möglichkeit, in Mädchendusche, in Frauenduschen, in eine Frauensauna reinzugehen. Und das meine ich, das geht meiner Meinung nach zu weit. Das muss eigentlich verboten werden. Aber auch die CDU, wo das Christliche darin steht, macht ja da mit. Eine Volkspartei macht damit von der SPD ja auch schon alles abgefallen. Das sind alles hier so, sag ich mal, so gottlose Kreaturen, die nicht mehr daran wirklich glauben, sagen dann vielleicht, haben vielleicht ein Kreuz, aber man muss ja auch danach leben, ne, und danach handeln. Wie er schon sagt, wenn man hier nur nach den 10 Geboten leben würde oder hier die Bergpredigt, dann hätten wir hier das Paradies auf Erden, aber dazu wird es ja nie kommen, weil wir ja nicht hier bibeltreu sind, sag ich mal. Ne? Und genau das ist hier auch, und kann ich euch gleich zeigen, hier der Fall mit Tessa Ganserer, der ist ja ein Mann, und der ist ja dann als Frau, möchte als Frau angesprochen werden. Und die Beatrice von Storch hat ihn wohl da im Bundestag auch, für mich bleiben sie Herr Ganserer. Und dadurch ist sie dann bestraft worden. Hier zeige ich euch mal eben, ich kann mal eben gleich umschalten, gehe ich mal hier in den Bundestag, stelle euch eben die Tessa Ganserer vor. Oder Herrn, also das ist ja ein Mann oder Frau, muss aufpassen, sag ich mal Frau Ganserer, ne, wo das eigentlich ein Mann ist. Aber wie seht ihr das? Das könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben. Ich schalte euch mal eben um hier zu diesen Biografie und dann nochmal zu dem Bericht hier, wie Beatrice von Storch da bestraft worden ist, ne? Was der Herr Hane da auch ganz klar anspricht. Ne? Okay.
So, meine lieben Zuschauer, das hier ist jetzt ja Herr, Frau Tessa Ganserer, nehmen wir mal beide, um mich hier nicht ne, Tessa Ganserer, also hier ist Diplom-Ingenieurin, obwohl ein Mann, Wald- und Forstwirtschaft, also auch ne, Landesliste, gewählt über Landesliste Bayern, ne, Wahlkreis 244 Nürnberg-Nord, geboren am 16. ist in Zwiesel, verheiratet, hat zwei Kinder, qualifizierter Hauptschulabschluss, Berufsausbildung Forstwirt, studiert, Werkstatt für Behinderte, gut, ja, ist okay, ne? Mitglied des Landtags Bayern, seit 1998 Mitglied des Bündnis Grünliche 19, von 2008 bis 2012 Vorstand, Mitglied des Bayerischen Landtages, ne? Beirat der Staatsform, 2014 bis 18 Mitglied in der EKT-Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern, 2018 bis 21 Sprecher der Grünen Fraktion, Landtagsfraktion. Und ja, und hier hat dann Beatrice von Storch, gehen wir mal hier hoch, hat man mal ein Bild, gehen wir mal jetzt hier, wie ist da Beatrice von Storch, das wusste nicht, hat sie, glaube ich, weiter mit Herr angesprochen und ja, schaut, wie sie bestraft worden ist, ne? Weil ja eine Katrin Göring-Eckardt ja auch da im Ältestenrat ist da oder hier Bundestagsvizepräsidentin und die AfD wird ja seit 2017 dieser Posten verwehrt. Das ist also keiner von der AfD drin, obwohl die über 15% haben, jetzt 20%. Bin mal gespannt, ob das hier so weiter fortgeführt werden kann, dass die AfD kein Bundestagsvizepräsidentin hat, aber kann ich mir sehr gut vorstellen, weil man das nicht möchte, weil die müssen ja vom Parlament gewählt werden. Es sei denn, die AfD hat dann 40% oder 45%, dass da kein Weg, dass die eine Sperrminorität haben, auch im Bundestag. Das gilt vielleicht das Mix mal zu erreichen. Ne? Okay. So, meine lieben Zuschauer, jetzt bin ich hier eben bei spiegel.de, ne, das ist ja vom 26.06.2024, Bundestag verhängt Ordnungsgeld gegen Beatrice von Storch, ist wieder eine Zwischenrufe, die Transfrau Tessa Ganserer von den Grünen aufgefallen, nun muss die AfD Abgeordnete dafür bezahlen, es ist ein seltener Fall im Bundestag und ja, das ist durch mit 10.000 Euro, aber das ist ein ganzer Artikel, ist ja auch ein Ding, dass das hier aufklappen kann, ne, Katrin Göring-Eckardt und die CDU, CSU hat auch dafür gestimmt, ja, dass hier, ja, auch nur Strafe, ich weiß nicht, wie, aber auf jeden Fall, ne, 1.000, ach so, wieder 2.000 Euro, ja, aber so ist das halt, ne, das wollte ich euch nur kurz zeigen, wenn man hier die Wahrheit spricht eigentlich oder sich nicht mit dem Gender und unterordnen möchte, ne. Okay, ich mache nochmal ein Schlusswort. Ja, das war jetzt der zweite Teil. Jetzt ist mal die Frage an euch. Muss hier Jesus, Gott, zurück in die Gesellschaft, zurück in die Politik? Weil ohne Gott geht die Welt bankrott, ohne diesen Glauben, ohne diese, ne, diese Wandlung, diese geistliche Wandlung. Auch wir Christen müssen uns vielleicht wieder neu bekehren, Buße tun und hier uns dazu bekennen, sage ich mal. Und das fällt ja schon sehr schwer. Wir sind ja nicht durch die Taufe automatisch, dass wir da ins Paradies kommen. Das ist ein totaler Irrglaube. Oder wenn wir meinen, wenn wir jeden Tag in die Kirche oder jeden Sonntag in die Kirche gehen, beichten gehen und dann unser normales Leben führen, wie wir das meinen, das haut so nicht hin. Auch ich werde nicht ins Paradies kommen. Dafür bin ich noch viel zu weit weg. Da muss man ganz anders hier das Leben führen. Das ist ein harter Weg, da muss ich erstmal selber hinkommen, aber ich versuche immer mehr daran zu kommen. Nur wenn morgen das Jüngste, was auf jeden Fall kommt, ist das jüngste Gericht. Das Datum steht auf jeden Fall fest. Darauf können wir uns hier auf einstellen. Die Auferstehung kommt, es gibt ein ewiges Leben, meine feste Überzeugung. Aber wie gesagt, da muss man auch hier nach Leben, nach Handeln und hier Gutes tun. Nach den 10 Geboten, selbst die 10 Gebote reichen, glaube ich, nicht, ja, um ins Paradies zu kommen. Weiß ich nicht, glaube nicht, also weil Jesus ja im Neuen Testament mit der Bergpredigt die 10 Gebote noch erweitert hat, wesentlich erschwert hat. Und diese Bergpredigt hat ja ganz viele Jünger unter Schock gesetzt. Da waren ja viel mehr Jünger, glaube ich 70 an der Zahl oder 100 und glaube ich 80 sind dann hier. Nein, da kann ich nicht folgen. Das ist nicht meine Vorstellung von Glauben, von
Und da sind ja nachher noch die 12 übergeblieben. Und da waren ja auch hier mit Judas auch ein Zweifler oder hier selbst Thomas. Die Apostel hatten ja auch, das waren ja einfache Männer, aber die kamen ja irgendwie auch aus der Armut. Und hier nachher hier doch Christus gefolgt bis in den Tod. Sind wir bereit, den Christus bis in den Tod zu folgen, wenn wir jetzt da vor den Islamisten stehen und wir sollen jetzt Jesus leugnen? Da möchte ich nicht wissen, ich vielleicht auch, dass vielleicht unser Leben wichtiger ist als hier die Bekenntnis zu Christus. Das haben die Apostel natürlich dann nicht gemacht. Petrus, Paulus, ich glaube, viele sind Andreas, alle gekreuzigt worden, gesteinigt worden, aufgehangen worden. Ich glaube, außer einer, der Johannes, der Lieblingsjünger, hier mit, der ist glaube ich an einem natürlichen Tod. Soweit ich das noch weiß, ihr könnt mich ja gerne korrigieren, bin jetzt auch nicht so Bibelfest, Kenntnisse, aber ich denke mal, ja, und selbst Paulus, hier, der war ja bei den 12 gar nicht dabei, der war ja, glaube ich, erst ein guter Lehrer hier bei den Israeliten und er hat ja die Christen verfolgt und er hatte ja hier eine Erscheinung mit Jesus, denke ich mal, und er hat gesagt hier so, warum verfolgst du mich, und hat sich dann, war ja ein großer, der erste Missionierer hier in Rom, Griechenland, wo er überall gepredigt hat mit Bibel und Hirtenstab. Keine große Armee und die Kirche nachher mit dem, worauf sich jetzt hier, ja, ihr macht ja auch hier mit Schwert und Schild, bekämpft ihr hier die Menschen, den Islam oder Jerusalem, immer hin und her, seit, sag ich mal, ja, seit immer schon, ne? Seit Christi Geburt, da waren ja da auch die Römer, hatten ja das Land besetzt. Also, aber alles ist zusammengefallen. Aber ich möchte es hier nicht weiter aufspannen. Da wird das Video ja hier richtig lang werden, wenn ich jetzt das noch geschichtlich alles hier verbinde. Aber wie gesagt, wie weit würden wir folgen? Wir müssen wieder glaubensfest werden und hier auch danach leben und handeln. Ne? Gehe hin und bessere dich oder handel danach. Aber reden und auch die Taten folgen lassen. Selbst das Reden reicht nicht. Ne? Wie schnell hat man am Tag irgendwas gesündigt oder geht so schnell, ne? Okay, also nochmal, das Christen, also Christsein braucht keine Religion und ne, das ist, man sieht ja in den katholischen, evangelischen Kirchen, wo sehr wenig von Jesus gepredigt wird, oder diese Bekenntnis, ne, ein bisschen nur angeschnitten, aber das muss ganz anders irgendwie aufgebaut werden. Da muss man hier mal Wilhelm Busch hören, wie der die Predigen gemacht hat, oder hier hört man hier Ruhrpott-Mission, die sind ja ganz anders unterwegs und die sind ja auch konträr zu der evangelischen und katholischen Kirche. Weil hier auch eine riesengroße Lücke oder Graben ist, was Peter Hane ja auch noch ansprechen wird, will ich nicht vorgreifen. Aber okay, das war jetzt Teil 2. Schreibt Kommentare drunter, teilt das Video und dann sage ich bis zum dritten Teil.